Okay. Die ersten Ringe haben wir ja gleich fertig. So. Jawohl. Und dann. Genau. Das ist doch schon mal recht vielversprechend. Jetzt zimmern wir da mal so einen Block rein. Ja. So ist gut. Reicht das überhaupt noch für den zweiten Ring? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh, das klappt ja wenigstens. Das ist gut. Ist ja noch null Mal vom Dach gefallen. Na. Warum machst du das nicht? Darf ich das erfahren? Bald regnet es ja auch nicht mehr rein. Es wird so schön. Es wird so schön. Aufgeht die Rechnung. Ich habe ja echt mit dem Zählen das gar nicht mehr so auf solche Sachen wie das Dach und sowas habe ich das natürlich nicht gezählt, sondern nur auf ungefähre Symmetrie, um den Rest dann sozusagen daran anzupassen. Oh, da war es das schon mit unserem Holz. Na gut, da kommen wir wieder hoch. Holen wir uns mal ein bisschen neues Holz. Wir sollten uns an. Ich wollte mir angewöhnen, hier die Tür zuzumachen. Oh, 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 was sehe ich denn da? Spruce. Eindeutig Spruce. Ja, damit. Das ist das letzte Spruce, das wir brauchen für eine Weile. So. Auf zum Atom. Einer. Ist ein großer hier? Ja, das ist ein großer. Egal, machen wir. Machen wir. Brauchen so viel Vitamin C, wie wir kriegen können. Und Holz auch. Diese großen Bäume, die nerven mich einfach. Überall steckt hier noch Holz drin. Es gibt so Leute, die sind, wenn sie auf den Server gehen, dann hacken die gerade mal den Baumstamm ab und das war's dann. Dann werden alle Bäume irgendwie in der Krone so dermaßen riesig. Das finde ich so verantwortungslos. So verantwortungslos, ja. Die ganzen Bäume so groß werden zu lassen. Ist noch da und da hinten ist auch noch einer. So. Da vorne rieche ich noch einen. Dann habe ich im Urin, dass da noch einer ist. So. Da sehe ich auch noch was. Da ist noch was. Das könnte aber zum anderen Baum gehören. Da sehe ich noch ein bisschen Holz. Also, na komm. Ah. Ja, hervorragend. Ups. Sammeln wir das Ganze, den ganzen Kladderadatsch mal ein. Habe ich jetzt ein Sprucewood hier? Achso, ich habe hier ganzen alles verballert drauf, ne? Gut. So geht es natürlich nicht. So, das war ja doch einiges an Eichenholz, das hier geflogen kommt. So, den noch, den hier noch und den auch. Hängt da noch was in den Bäumen, in den Blättern? Nö, geht, ne? Ja,
funktioniert. Ich sehe nichts. Gut. Bleibt's dabei. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit dem Dach so zufrieden sein werde. Aber machen wir es erstmal so. Machen wir es halt erstmal so, mein Gott. Ach, das mit dem Gold gefällt mir richtig gut. Ja, das geht auch gut. Ja, doch. Muss nur an der einen Seite hier, muss noch dieser Crystal Sandstone hin. Dann ist alles so, wie es sein soll. Das alles und noch viel mehr würde ich bauen. So, erstmal wechseln wir hier das Eichenholz aus gegen das Kiefernholz, ja, damit jeder Bescheid weiß. So, ist das hier unten schon mal gut. Inneneinrichtung angeht, kann man auch so wahnsinnig viel machen. Da kenne ich mich irgendwie nicht so richtig gut aus. Aber ich habe neulich mal bei den Entertain Brothers gesehen, wie die so ein Häuschen bauen. Und das, die äußere Form, da fand ich meine eigentlich fast besser. Aber die Inneneinrichtung, da hatten die Jungs was drauf. Unglaublich. Einfach unglaublich. Sah richtig geil aus. Und mit so kleinen Säulen und kleinen, also aus Zaun, so Ornamente gesponnen und so. So, echt cool. Ich werde mich an solchen Dingen probieren. So. Und nochmal ein 64er Stack. Und noch ein 64er Stack. Geht nicht. Nee. So. 24er Stack. So. Und zwei 8er. So. So ist doch schön. Keine Ahnung, ob das reicht, aber es wird wohl für eine Weile hinhauen. So. Komm. Nehmen wir erstmal den, genau. Nee, nehmen wir erstmal den anderen. So. Dann machen wir gleich die nächste Runde. In der Form her wird das Dach, glaube ich, schon ganz, ganz nett. Ist auch relativ simpel. Aber haben hier noch, ja, genau, sowas. So was. Die Runden werden zwar ein bisschen kleiner, aber so richtig weniger, viel weniger Slabs kostet das nicht pro Runde. Deswegen habe ich so ein bisschen meine Bedenken, ob das reichen wird. Aber gut, wir haben danach noch 64, das wird schon gehen. Doch, doch, Olli, das wird gehen, das wird gehen. Das geht ganz gut. Ich kann es so nehmen. Haben wir das eigentlich mal erklärt, Matthias und ich? Ja, ne? Gestern haben wir es in der letzten Aufnahmesession wirklich erklärt, was wir immer meinen, wenn wir damit. Es geht eigentlich auf jeden Fall in diesem, das geht ganz gut und ich kann es so nehmen, ist das ein Stück von Loriot und zwar die alles übers Fliegen. Wenn die Leute im Flugzeug sitzen und es ist so eine sehr ironische Betrachtungsweise der Dinge, die so, naja. Ein bisschen sehr übertrieben auch, aber es wird schon klar, was Loriot vom Fliegen hält. Das ist nämlich lange alles nicht so, beziehungsweise vom Fliegen hielt. Es war nämlich immer lange alles nicht so entspannt und toll, wie das immer proklamiert wurde, sondern es war eigentlich auch ziemlich nervig und eng und er beschreibt dann, dass es irgendwie so zwei Leute, die sich treffen im Flugzeug und sie und irgendwie so tun, als wäre das alles so super, aber in Wahrheit ist einfach die ganze Nerverei ist einfach zur Normalität geworden, dass man keinen Platz hat, dass man sich irgendwie vollklebt, dass
drückt dann ihre Blumen so in den Bodenraum und sie zitiert Rilke, während sie so ein Stück Schinken im Mund hat und mit dem Tomatensaft alles vollkläht. Sein Bier läuft über und das ist schon. Das ist schon ganz witzig eigentlich. So. So, jetzt ist die Frage. Da habe ich es wieder gesagt. Es gibt zwei Dinge, die ich oft sage. Das eine ist so, das andere ist, jetzt ist die Frage. Ob wir die Kanten noch irgendwie verstärken, das wollte ich eigentlich sagen. Und die Kanten noch ein bisschen offensichtlicher werden. Ja, ich glaube, das Dach als solches versteht man auch so, ohne dass die Kanten noch klarer rausgefriemelt werden. 34 nur noch. Nein, wird das reichen? Das reicht bestimmt nicht. Quatsch. Im Lebenet. Oh, ja, schöne. Bisschen elektronische Lounge-Musik mit einer. Ups, scheiße. Mit einer chilligen Gitarre. Ist das nicht eine tolle Kombi? Wurscht, da komme ich dann gleich wieder auf zurück. Was ich natürlich auch machen könnte, ist, ich könnte es nicht bis ganz auf die Spitze treiben, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich könnte auch einfach das hier jetzt ausfüllen. Ich habe noch 13 Stück. Das könnte gerade. Nee, das reicht nicht. Oder? Vielleicht reichen sogar 12. Das wäre was. Ich glaube es ja nicht. Das reicht. Jawohl. So ist schön. Doch, das gefällt mir gut, das Dach. So, jetzt, Geronimo! Ja, schön, nochmal eine Stufe hingetan. Herrlich. So, und jetzt kann man mal hier so ein kleiner Radatsch hier wieder abholzen. So, komm, mach mal ein bisschen Licht hier. Bringt ja auch nichts. So, den nehmen wir noch weg. Da hinten ist auch noch so ein Tölpel. Und dann können wir hier auch schon. Ups, wo denn? Ach, da oben ganz. Französin. Dans les draps. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. So, damit ist das Haus, glaube ich, so ungefähr, also zumindest mal wieder von der äußeren Form, ziemlich fertig. Was wir jetzt machen, ist, wir machen jetzt ein Zäunchen. Ziehen wir hier rum. Tis encore. Encore. Das ist auch so eins meiner Lieblingsfranzösischen Wörter. Encore. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. Ja, alle Türen aufgemacht. So.
So, was haben wir hier noch an Holz? Nischt. Oh. Sprucewood Planks. Ah, toll. Ein bisschen Fans haben wir noch. Hier haben wir auch noch ein bisschen Fans. Oh. Ja, auch nicht schlecht. Oakwood. Hätten wir natürlich vorher mal nachgucken können. Aha. Aha. So. Sind schon mal ein paar Stickies hier. Ach, das setzen wir alles um jetzt hier in Stickies. So. Und das geht direkt über in Zäunchen. Das muss erstmal reichen, glaube ich. Können wir gleich nochmal welche machen, wenn wir sehen, dass es da zu wenig sind. So, ach, das ist doch sehr hübsch. Das gefällt mir doch sehr gut. Sollten wir hier vielleicht noch ein bisschen zumachen? Ein bisschen weiter? Nee. Das soll schon ein bisschen weitläufig sein, damit man auch das Gefühl hat. Natürlich schön, wenn man jetzt das im dunklen Holz machen könnte, ne? Aber irgendwie glaube ich fast geht das gar nicht. So, das ist doch schön. Ein bisschen was von einer Galerie. Könnten wir oben könnten wir sogar einen roten Teppich reinlegen. So eine Schleife hier, irgendwie so da. Einen orangenen. Das probieren wir, glaube ich, mal. Das probieren wir mal. So, wir nehmen gelbe. Bisschen orangene Wolle haben wir ja sogar noch. Oder blau. Nee, blau ist. Blau passt nicht zu dem Dunkel. Muss ja ein bisschen was Farbiges sein. Ein bisschen was Warmes. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte diese Planks wieder zurückholen. Die brauchen wir für oben. Das ist mein Warenlager. Ich bin stolz. Ich bin schon sehr stolz. Obwohl noch ein kleines bisschen Sandstone fehlt. So, da kommt, hier kommt keine rein. Aber da. Gut, und mal wieder finden wir nicht genug Sprucewood im Lager, aber da wird ja sicherlich noch ein bisschen was spawnen da vorne. Machen wir jetzt erstmal kurz voll mit. Ne, geht natürlich nicht, weil wir ja auch davon nicht mehr genug haben. Aber wenn wir einen Teppich legen, dann bekommen wir wieder genug Sprucewood raus. Wir könnten sogar mal das Sprucewood hier rausziehen. Was hier unter der Treppe lauert. So, was können wir da reintun? Dirt. Ach komm, wir nehmen eben das bisschen Cleanstone hier. Wir haben so viel davon jetzt. So. So. Schön. Was wir unter der Treppe machen, weiß ich zwar noch nicht. Können wir vielleicht irgendwas ausstellen oder so. So, 1, 2, 3. Hier. Das ist doch schön. Hier muss zwar auch noch ein bisschen was hin, aber hat ja Zeit. So, haben wir denn? Ja, haben wir. Haben ein bisschen Korn dabei. Ich werde echt nochmal wahnsinnig. So. So, dann kommt mal an. Nö. Kann ich das nicht so machen? Wie kann ich die... Ah, okay. Genau. Das ist natürlich schön. So. So, und jetzt würde ich sagen, du
Du und du. Genau. Komm, ein bisschen Weiß können wir auch noch gebrauchen. Pink haben wir tatsächlich genug. Weißt du was? Und die habe ich schon genug gesehen. Jetzt schon. So. Gibt es irgendwas, irgendeinen Weg, dich orangen zu färben? Nee, ne? Nicht wirklich. Aber gut, wir haben schon mal ein orangenes Schaf, haben wir. Es wird aber nicht wirklich reichen. Wie lange dauert das wohl, bis die wieder ein Kind zeugen können? Schon eine Weile, ne? Dann glaube ich, ist es soweit, dass wir nochmal da hinten zum Haus müssen, um die orangene Wolle zu holen. Zu dem Dingens. Zu dem Tempel. Erstmal machen wir uns ein bisschen was zu essen. Die lange Reise. Ein bisschen was von dem Zaubertrank. Kann auch nicht schaden. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wie das aussieht mit dem. Mit der orangen Wolle, aber ich würde es echt gerne mal ausprobieren. Und in dem Tempel ist genug orangen Wolle, glaube ich. Ist hier noch irgendwas? Ja, klar. Alles reingeflogen hier. Kakaoerdig ist, glaube ich, nicht. Aber Möhren. Oh, das sind viele. Das gibt aber viele Möhren jetzt. Was ist da? Bald mal mit der Schweinezucht anfangen. Mit so vielen Möhren. So, gehen wir mal die Dinger her. Guck mal, 64 Stück schon. So viel können wir niemals essen. Aber ist gut, dann ist wenigstens. Haben wir wenigstens immer genug zu essen. Wobei ich natürlich auch lieber Fleisch essen würde, aber Fleisch kriegen wir auch noch. Aber die Kartoffeln finde ich auch schon eine recht effiziente Sache. Also. So, Ofenkartoffel ist doch ganz gut gegen den Hunger. Und man kriegt doch relativ viel aus so einer Pflanze. So, wir haben schon 49 Karotten über. Na. Ne. So. So. Komisch, haben wir weniger Kartoffeln als Karotten bekommen? Nee. Aber hier sind noch ein paar sogar. Herrlich. Können wir gleich mal in den Ofen stecken. Gut. Kürbis. Ach, wisst ihr was? Kürbis könnte noch ein bisschen. Kann noch ein bisschen wachsen. Kakao mache ich zwar nicht, aber ich werde mal ganz kurz. Genug abholzen, um da hinten auch noch Kakao züchten zu können, am letzten Baumstamm. Dafür brauche ich 12. Naja, ein bisschen mehr noch so. Gut. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Jetzt kommst du. Sehr schön. Very gut. Haben wir doch schon mal ein bisschen was zum Speisen. Oh, das können wir auch gleich hier rein tun. Das werfen wir in den Ofen. Das kommt da rein. Brot. Haben wir auch noch ein bisschen was. Oh, da haben wir noch Fans. Oder habe ich den gerade reingetan? Ich weiß es nicht. Na egal, wir brauchen früher oder später sowieso wieder Fans. Okay, Steak haben wir auch noch. Ist alles gut. Alles gut. So, dann tun wir jetzt mal die Kartoffeln in den Ofen. Und dann sehen wir uns hier demnächst wieder. Und dann gehen wir da hinten den Tempel auf orangen Wolle durchsuchen. Also bis dahin, DJX ab.